jetzt mich und fragen sich vielleicht, was will denn der Wichser da? Dieser Wichser ist Klaus Lemke, der ewige Rebell des deutschen Kinos. Seit über 50 Jahren produziert er auf eigene Kosten Low-Budget-Filme und kritisiert das deutsche Filmförderungssystem. Seine Schauspieler castet er von der Straße weg. Drehbücher sind bei ihm höchstens 2 Seiten lang. In seinen Filmen bleibt er immer nur der Beifahrer. Das Auto lenken die Schauspieler. Ich versuche, dem Leben eine Falle zu stellen und hoffe, dass das Leben naiv genug ist, um in meine Falle reinzutappen. Aber zum Schluss tappe ich meistens selbst in meine Falle. Denn beim Film gibt es immer mehr aufs Maul als Küsse im Dunkeln. Trotzdem muss man nicht gleich unbedingt blöd sein, nur weil man beim Film ist. Wie macht man Filme ohne Geld? Ja, Filme ohne Geld, das geht genauso wenig wie Sex durch einen Duschvorhang. Es sei denn, man macht ein kleines Loch. Und los geht's gleich mit Liebe, so schön wie Liebe, wo ich einen Hundedieb spiele. Magwald, ich brauche heute das Geld, nicht morgen. Heute brauche ich das Geld, ich habe nichts mehr. Abschied von einem Münchner Original. Regisseur Klaus Lemke ist tot. In seinem letzten Dokumentarfilm Champagner für die Augen, Gift für den Rest, erinnert er sich an sein umfangreiches Werk. Einen Film später schon bewegt sich Cleo bereits auf der Champagner-Kaviar-Ebene im Münchner Nachtleben im Elite-Segment. Champagner für die Augen, Gift für den Rest erinnert auch an das Lebensgefühl der 70er. Freiheit, Feiern, Exzesse, Techtelmechtel, Höhenflüge und Abstürze. Diese Hommage an eine wilde Zeit ist so nostalgisch wie unterhaltsam. In der BR-Mediathek. Wir machen jetzt kleine Zöpfchen. Die umwickeln wir mit Goldfäden. Es liegt dann da wie die Schlange der Kleopatra. Hast mich verstanden? Die Regie ist vor allem fehlendes Geld, und Geld fehlt immer, durch erhöhte Kampfkraft zu ersetzen. Und auch wenn Film immer nur die Vorschau sein kann auf das, was es verspricht, nämlich den Schnee von morgen, und auch wenn Film immer nur eins ist, sich von einer Katastrophe in die nächstgrößere zu retten. Oh, ein Bewerbungsgespräch.